Ja, hallo zusammen. Wie ihr alle wisst, hat sich ein kleiner Teil der Mitglieder der Pflegekammer Niedersachsen, welche an der Online-Befragung teilgenommen hat, gegen ihre Pflegekammer Niedersachsen ausgesprochen. Das ist zur Kenntnis zu nehmen, ist für mich aber auch sehr traurig, da dies ja auch zwangsläufig ein Rückschritt in der Pflege bedeutet, was unseren Pflegeberuf um Lichtjahre zurückwerfen wird. Leider werden nun wieder in Zukunft andere Player über unseren Beruf entscheiden. Aber es ist noch nicht so weit. Die Politik hat zwar gesagt, dass das Ergebnis der Online-Befragung für sie politisch bindend ist. Aufgrund dessen hat sie auch verkündet, dass die Pflegekammer Niedersachsen abgeschafft wird. Ein Abwicklungsgesetz liegt bereits vor und wird auch in der Politik eingebracht. Ein Zeitpunkt für die Abwicklung liegt nach dem jetzigen Stand noch nicht fest. Nach meiner persönlichen Überzeugung und nach meinem persönlichen Rechtskenntnisstand ist es so, ja, die Entscheidung der Online-Befragung kann für die Politik bindend sein, ist aber nicht rechtskonform. Es kann nicht sein, dass die Politik das Ergebnis einer Online-Befragung, wo nur ein kleiner Teil der Mitglieder teilgenommen hat, als Grundlage für die Entscheidung nimmt, eine Körperschaft des Öffentlichen Recht, wovon sämtliche Bürger in Niedersachsen betroffen sind, abzuschaffen. Aufgrund dessen ist nach meiner Meinung der naheliegendste Weg, so schnell wie möglich ein Bürgerbegehren in Niedersachsen einzuleiten, wo auch die gesamten Bürger, die wahlberechtigten Bürger im gesamten Land Niedersachsen darüber abstimmen müssen, ob oder können, ob sie eine Pflegekammer Niedersachsen in ihrem Land wollen. Vielen herzlichen Dank.